Servus Leute, hier ist der Dennis und ich begrüße euch ganz herzlich hier wieder zurück zu einer neuen Episode der FIFA 16 Karriere mit dem FC Liverpool. Ja Leute, die letzte Episode hat endlich mal ein bisschen Klarheit reingebracht zu der Frage, wer letztendlich der vierte Halbfinalist sein wird, entweder Manchester City oder wir der FC Liverpool. Die Frage hat sich in der letzten Episode auf jeden Fall endlich jetzt mal gelöst, nämlich mit dem 3:0 Sieg an der Anfield Road mit einem sehr deutlichen Ergebnis. Da haben wir wieder mit dem 4-1-4-1 gespielt, was momentan, so finde ich zumindest, unsere beste Formation ist. Da funktioniert die Mannschaft einfach hinten so wie vorne, finde ich so zumindest bisher eigentlich immer sehr gut, und man hat es auch wieder gegen Manchester City gesehen, hat hinten wirklich sehr stark gestanden, auch wenn da nur ein Emre Can neben Sakho in der Innenverteidigung war, und vorne haben wir dann eben wirklich die Chancen genutzt, die wir hatten, vielleicht so zwei, drei Dinger liegen gelassen, aber letztendlich war es dann doch eine sehr starke Partie in der letzten Episode, war auf jeden Fall ein sehr starkes Spiel, und damit haben wir uns endlich für das Halbfinale qualifiziert im FA Cup. Die Frage ist jetzt nun, gegen wen wird es dann rangehen? Letztendlich entweder Manchester United, die Tottenham Hotspurs oder der FC Chelsea. Das ist die Frage. Mal schauen, ob wir das schon irgendwie beantwortet bekommen können. Jawohl. Da steht es. Tottenham gegen Manchester United, und wir bekommen logischerweise dann als Halbfinalgegner die Blues, den FC Chelsea, die zuvor Norwich City und Southampton besiegt haben. Wie auf unserem Weg erstmal gegen Nottingham Forest war es, glaube ich. Im Achtelfinale und im Viertelfinale, wie gesagt, hatte ich ja gerade angesprochen, Manchester City im Wiederholungsspiel mit 3:0 geschlagen. Und Chelsea, wie gesagt, gegen Southampton und Norwich City durchgesetzt. Das wird, denke ich mal, ein richtig hartes Spiel werden. Gegen die Tottenham Hotspurs wird es jetzt in der Liga rangehen. Am 30. Spieltag, also das heißt nur noch 9 Spieltage, stehen an hier in der Liga. Die Frage ist, kann es Arsenal noch irgendwie schaffen, an uns heranzukommen? 3 Punkte Abstand haben sie, aber auch 2 Spiele weniger. Das heißt, wir müssen schon ehrlich wirklich gut verlieren, um irgendwie noch das Ganze spannender zu machen, was den Kampf um den ersten Platz betrifft. Also wir müssen da schon wirklich die ein oder andere Partie verlieren. Und das muss Arsenal natürlich hoffen, darauf baut Arsenal natürlich auf. Diese Hoffnung noch, dass wir irgendwie verlieren können. Und die Frage ist, spielen wir überhaupt nochmal gegen Arsenal? Nee, wir spielen gegen Tottenham, Stoke City, gegen Chelsea, dann nochmal gegen Chelsea. Das FA Cup Spiel, Bournemouth, Newcastle United, Southampton, Swansea City, Watford und West Brom. Also wir haben so gut wie es geht die großen Mannschaften allesamt hinter uns. Es stehen nur noch Tottenham und Chelsea an, was so richtig große Mannschaften betrifft. Beides sind Heimspiele, also da könnten wir auf jeden Fall 3 Punkte mitnehmen aus beiden Spielen. Wir wissen ja, wir haben eine gute Mannschaft, die auch super zusammen funktioniert. Stoke City, Bournemouth und die ganzen anderen Mannschaften. Das ist wirklich so eine Sache. Das ist so eine 50-50-Wahrscheinlichkeit, dass man da gewinnt. Manchmal hat man nicht den besten Tag und dann schlägt selbst Watford einmal wirklich. Deswegen müssen wir da gucken, auf jeden Fall in diesen Spielen starke Leistungen zeigen. Für das nächste Spiel gegen die Tottenham Hotspurs heim an der Anfield Road habe ich, wie gesagt, das 4-1-4-1 wieder hier. Also einfach stehen gelassen, nur neu aufgestellt mit Jan Marquinhos, Klein und Willems in der Viererkette. Dragowski im Tor heute. Das Ganze nicht aus Gründen von Rotation oder ähnliches, sondern aufgrund von der Verletzung von Timo Horn. Jetzt keine Sorge, der hat sich jetzt nicht wie Roberto Firmino 3 Monate verletzt, der übrigens auf eine 81 runtergegangen ist. Also da müssen wir ehrlich mal vielleicht überlegen, Firmino zu verkaufen. Schreibt mir das auf jeden Fall unten in die Kommentare, denn diese Verletzung hat wirklich viel gekostet für Roberto Firmino. Ob wir den noch vielleicht aufbauen sollen für die nächste Saison oder verkaufen sollen. Schreibt mir das auf jeden Fall gerne unten in die Kommentare. Horn hat sich nur ein paar Tage verletzt, so wie auch Sakho 2 Wochen. Also das ist jetzt nicht so schlimm. Kann man, denke ich mal, drüber hinwegsehen. Dragowski ist ja kein schlechter Torwart, hat wirklich sehr starke Reflexe. Die Ausstellung ansonsten mit Carvalho, Coutinho, Henderson, Gabriel, Origi und Benteke vorne im Sturm. Das ist auf jeden Fall die Ausstellung, mit der wir in das erste Spiel der heutigen Episode hineingehen werden. Heim an der Anfield Road treffen wir auf die Spurs. Wenn euch die heutige Episode gefällt, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. 100 Likes wären auf jeden Fall richtig nice. Wenn es euch gefällt, wie gesagt, einfach den Daumen nach oben da lassen, um das zu zeigen. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß und los geht's. Nach der letzten Woche, die für den FC Liverpool alles andere als normal war, mit 3 Spielen gleich gegen Manchester City, einmal in der Liga und 2-mal gleich im FA Cup. Das war auf jeden Fall ein großes Krimi, was wir da sehen konnten. Zuerst das 3:3 im ersten Spiel und dann im Wiederholungsspiel endlich durchgesetzt mit einem 3:0 Sieg gegen die City Saints, gegen die Sky Blues oder auch einfach gesagt gegen Manchester City. Heute ging es endlich weiter mit dem normalen Liga-Alltag. Spieltag 30, man empfing zu
zu Hause an der Anfield Road die Tottenham Hotspurs, der Verein, bei der letzten Begegnung der Liverpool aus dem Capital One Cup rausgeschmissen hat. Also da gibt es auf jeden Fall noch eine Rechnung, eine offene Rechnung zu begleichen für die Mannschaft von Nathaniel Klein und Co., die heute aber nicht auf die Stammkraft im Tor bauen konnten. Denn Dragowski heute im Tor anstelle von dem verletzten Timo Horn, dann Klein, Marquinhos, Jan und Williams in der Viererkette. Davor dann das Mittelfeld mit Gabriel Henderson, Carvalho, Coutinho und Divock Origi. Und die alleinige Spitze heute mit der Nummer 9, mit Christian Benteke, auf den baut man natürlich. Man will natürlich, dass der heute die Tore schießt, aber man hat natürlich auch noch einige andere potenzielle Torschützen mit Origi und Gabriel. Hier die Ausstellung der Spurs mit Vaughan Walker, Lovren Vertonghen, Rose, Adebayor, Dembele, Townsend, Son, Eriksen und Harry Kane heute vor dem Sturm. Der Harry Kane mit Dejan Lovren, auch noch ein Ex-Spieler von Liverpool in der Innenverteidigung, sehen wir hier im Bild, 26 Jahre alt, der Kroate, keine große Rolle mehr gespielt bei Liverpool, zwar ein paar Einsätze bekommen, aber nicht genügend, um weiterhin Teil der Mannschaft zu sein, und wurde dementsprechend verkauft an die Tottenham Hotspurs. Das die beiden Ausstellungen der Vereine hier heim an der Anfield Road. Heimvorteil für die Reds, für den FC Liverpool. Anschluss gibt es aber dennoch für die Gäste, für die Tottenham Hotspurs. Liverpool in der ersten Hälfte natürlich ganz klar in Rot, von links nach rechts. So, Origi jetzt im Spy-Kampf, sehr stark durchgesetzt von Divock Origi. Unser Klopp sein erstes Spiel bei Liverpool von Anfang an gemacht. Gegen die Tottenham Hotspurs, heute auch wieder von Anfang an, sehr stark kombiniert. Gabriel und Worm, sehr stark pariert. Gabriel ist ja wirklich bekannt dafür, einen sehr guten Schuss zu haben, haben wir hier auch wieder gesehen. Aus der Position bereitet der Worm große Probleme, dem niederländischen Nationalkeeper. Sehr stark gemacht. Und die Ecke vielleicht noch mit Jordan Henderson, die kommt nicht ungefährlich, Worm muss parieren. Flanke in die Mitte, Eriksen kann sich durchsetzen. Heung-min Son, Neuzugang von Bayer 04 Leverkusen, 30 Millionen hat man für ihn gezahlt. Neben Clinton NG eine der Neuverpflichtungen hier bei den Tottenham Hotspurs. Dazu noch einer bei Reld, also das sind auf jeden Fall starke Neuverpflichtungen, die Tottenham hier gemacht hat. Momentan auf Platz 6 liegen, glaube ich, in der Tabelle. Und Williams. Williams und der Ballverlust gegen Vertonghen. Wie gesagt, das Gerücht bestand ja, dass Liverpool an einer Verpflichtung von Jan Vertonghen interessiert ist, nachdem sein Vertrag ja nach der Saison ablaufen wird. Die Frage ist, wer wird sich jetzt Jan Vertonghen schnappen? Oder hat er verlängert? Das sind eben so Fragen, die wird man dann in der nächsten Saison beantwortet bekommen. Konter gelingert über Gabriel, der zu Coutinho. Dauert ein bisschen zu lange, die Lücke ist aber trotzdem da für Benteke. Benteke mit dem Ball zu Jordan Henderson gegen Son. Kann sich nicht durchsetzen. Stark gemacht von Heung-min Son, von der Nummer 7. Gegen unseren Kapitän, gegen John Henderson. Und Rose jetzt gegen den Landsmann, gegen Henderson. Flanke in die Mitte und Eriksen vorbei am Tor. Es wäre eh abseits gewesen. Bisher muss man sagen, 40 Minuten gespielt. Nicht wirklich viel Gefahr auf beiden Seiten. Obwohl die Offensive trotz alledem, trotz vielen Verletzungen auf Seiten von Liverpool, stark bestückt ist. Mit Gabriel, mit Origi, mit Benteke, mit natürlich auch einem Felipe Coutinho. Vielleicht spart man sich die Kräfte dann auch für die zweite Hälfte. Eriksen gegen Marquinhos. Flanke kommt und Dragowski. Fäustet da leicht Emre Can auch noch mit um. Und Rose, das macht er hier sehr stark. Doppelpass vorbei am Tor. Klatschen sie sich noch ab. Harry Kane und Rose. Sehr stark kombiniert, mehr Ballbesitz auf Seiten von den Tottenham Hotspurs. Divock Origi zu Jethro Williams. Williams sieht den freien Raum für Origi, zieht in die Mitte. Das macht er jetzt mal sehr stark, gefährlich. Gegen Alderweireld, Schuss abgefälscht, ins Tor aus. Jetzt geht's mal langsam los hier in der Partie mit den Möglichkeiten. Henderson mit der Ecke, die landet bei Origi und geklärt von Kai Walker. Ball zu Felipe Coutinho, der sieht Benteke, oben ist der Platz für Jordan Henderson und Worm. Sehr stark pariert, hat ja im Spiel im Capital One Cup Tottenham wirklich einiges gerettet und die erste Hälfte abgepfiffen vom Unparteiischen hier zwischen Liverpool und den Tottenham Hotspurs. Bisher auf beiden Seiten Ansätze zu sehen, aber da fehlen noch wirklich die richtigen Möglichkeiten. So, jetzt am Ende der ersten 45 Minuten kam auf beiden Seiten Chancen, mal schauen, wie das Ganze nun
in der zweiten Hälfte hier an der Anfield Road zwischen Liverpool und den Tottenham Hotspurs aussehen wird. Los geht es mit Anstoß in Hälfte 2 in den zweiten 45 Minuten. Für die Gastgeber, für den FC Liverpool in Hälfte 2 natürlich in Rot von rechts nach links. Carvalho, Doppelpass mit Benteke. William Carvalho ist ja nicht bekannt dafür, groß die Tore zu machen. Soll ja eigentlich mehr die Tore verhindern. Hier aber eine gute Gelegenheit und Worm mit der nächsten starken Tat. Jetzt vielleicht der Ball in die Mitte. Wir versuchen mal den Torwart zuzustellen jetzt bei der Ecke. So, hast viel Platz am 16er. Flanke kommt zu Origi. Son Carvalho. Carvalho über das Tor. Nächste Gelegenheit für den portugiesischen Sechser. Vorbei. Übers Tor. Und Benteke jetzt stark den Ball gewonnen. Schnell zu Origi gepasst. Origi, Divock, Origi, Worm. Unglaublich, was der heute tut. Und Felipe Coutinho verabschiedet sich hier nochmal mit der gelben Karte. Wird nämlich jetzt gleich ausgewechselt für Juri Tielemans und auch Divock Origi wird den Platz verlassen. Dafür neu auf dem Feld Daniel Sturridge. So, jetzt der Stadionsprecher mit den angekündigten Wechseln. Hier nochmal das Foul von Felipe Coutinho gegen Townsend. Und neu in der Partie jetzt drin Daniel Sturridge sowie Juri Tielemans. Gabriel sprintet hier von rechts nach links. Der lange Weg. Gabriel jetzt in die Mitte und sehr stark gemacht von Alderweireld. Das könnte die letzte Aktion gewesen sein, denn gerade schon wollte Tottenham aufs Zeitspiel gehen. Also es könnte jetzt eigentlich gewesen sein. Nochmal stark gemacht von Sturridge gegen Lamela. Kommt vielleicht noch eine Möglichkeit für Liverpool. Über den eingewechselten Daniel Sturridge. Sturridge, Sturridge, Benteke muss einfach noch einköpfen, Benteke in der Nachspielzeit. Führung für Liverpool, 3 Punkte in der Nachspielzeit. Es ist unglaublich. Und die Last-Minute-Tore bleiben hier in dieser Karriere bestehen. Letztes Last-Minute-Tor vor 2 Spielen gegen Manchester City im FA Cup. Im ersten Spiel, da war es Marquinhos und jetzt Christian Benteke. Die letzte Gelegenheit, wir hatten auf totalen Angriff gestellt, jetzt bitte den Abwehrriegel. Und das Spiel ist vorbei. Das Spiel ist vorbei und die Einwechslung von Daniel Sturridge, wie hat sie sich einfach nur gelohnt. Daniel Sturridge für, sagen wir, 15 Minuten im Spiel gewesen, sehr viel vorne gemacht und da hat es wirklich einfach einmal gepasst. Christian Benteke köpft den Ball irgendwie ins Tor. In letzter Sekunde. Und da sind die 3 Punkte für Liverpool. Hier mit dem Last-Minute-Treffer gegen Tottenham, wo Worm wieder so viel gerettet hat. Und in der zweiten Hälfte gar nichts mehr lief. Bei dem Dänen hier Christian Eriksen und der Mannschaft von Maurizio Pochettino, glaube ich, war es. Also da muss man, denke ich mal, den Sieg hier verdient einfach Liverpool geben. Also man muss wirklich sagen, Liverpool hat das komplette Spiel eigentlich dominiert, besonders die zweite Hälfte. Die erste war dann eigentlich noch ausgeglichen, muss man sagen. Also nicht das komplette Spiel, mehr so die zweite Hälfte absolut dominiert. In der zweiten Hälfte kam dann gar nichts mehr an, letztendlich der Sieg doch eigentlich, würde ich sagen, verdient, auch wenn es so ein Last-Minute-Tor ist. Das passiert halt öfters bei uns hier in der Karriere. Und ich würde mal sagen, das sind verdiente 3 Punkte hier, die auf unser Konto gehen. Und damit sind wir eigentlich schon in eine sehr gute Richtung gegangen, hier uns als Meister zu krönen. So, das nächste Spiel heim an der Anfield Road. Also 3 Spiele jetzt hintereinander heim für uns an der Anfield Road in Liverpool. Zuerst das Wiederholungsspiel, jetzt gegen Manchester City. Dann das Spiel gegen Tottenham und jetzt noch das Spiel gegen Stoke City. Gerade wollte Daniel Sturridge noch ein bisschen mehr Gehalt haben. Was er, denke ich, auch bekommen wird. Wir schauen mal, wer hat hier einen auslaufenden Vertrag? Wilson, Dunn und Polka, denke ich mal, wenn wir alle 3 nicht verlängern, sind das nicht irgendwie Spieler mit Potenzial oder sonst was. Schau mal, wer ist denn so der Topverdiener hier? Coutinho, De Vrij, Benteke, Sturridge. So, wie viel Geld? 210.000, Alter. Das ist viel Geld, aber das wollen wir natürlich auch einem Spieler wie Daniel Sturridge bieten. So, die Ausstellung fürs nächste Spiel. Sturridge jetzt einfach mal über links, Origi und Ings auf der Bank. Milner vielleicht auch wieder ins zentrale Mittelfeld. Anstelle von Jordan Henderson. Horn natürlich wieder ins Tor für Dragowski. Innenverteidigung damit De Vrij und... Ja, wer daneben ist die Frage. Lassen wir Emre Can weiterhin in der Innenverteidigung. Wird, denke ich mal, unter Jürgen Klopp zum absoluten Stammspieler werden. Tielemans da vielleicht auch noch für Coutinho. Rechts könnten wir... Machen wir es mal anders. So, rechts kommt dann anstelle von Gabriel Sturridge hin. Links dann Jordan Ibe, wenn wir ihn finden. Hier haben wir ihn.
Gabriel dann erstmal in die Reserve, hat ja schon öfters mal jetzt in den letzten Spielen gespielt. Sako ist auch wieder von seiner Verletzung da, aber muss natürlich erstmal wieder bei 100% sein. Und mit der Aufstellung würde ich sagen, gehen wir in das Spiel hinein, in der Simulation Heim gegen Stoke City. In den letzten drei Spielen zweimal gewonnen und einmal unentschieden gespielt gegen Swansea, Southampton und den FC Watford. Aber sollte eigentlich ein Sieg für uns drin sein. Und genau wo ich das sage, Arnautovic mit der Führung in der 13. Minute. Benteke aber mit dem Ausgleich in Minute 26 per Elfmeter. Also da bleibt natürlich noch die Hoffnung offen, ne? Dass wir das Spiel gewinnen. Arsenal momentan 1-1 gegen West Ham. Jetzt 2-1. Milner mit dem 2-1 für uns. Also das ist auf jeden Fall gut. Arsenal nimmt 3 Punkte mit. Wir nehmen 3 Punkte mit. Also da zum Glück kein, hoffentlich kein Verlust. Jawohl. 2-1 Sieg Benteke und Milner mit den Toren auf anderer Seite. Arnautovic mit dem Treffer. Der Ex-Bundesligaspieler. So, Daniel Sturridge hat erfolgreich seinen Vertrag verlängert, auf jeden Fall gute Nachrichten für uns. Das nächste Spiel, wieder mal heim, komischerweise, 4 Heimspiele jetzt hintereinander weg, heim an der Anfield Road, treffen wir auf den FC Chelsea. Und da ist die Frage, wer wird von Anfang an spielen? Benteke vorne ist, denke ich mal, klar, Marquinhos in die Innenverteidigung für De Vrij. Can hat echt voll viel Ausdauer, also der spielt jetzt hier wirklich knapp 3 Spiele hintereinander von Anfang an. Hat auf jeden Fall sehr viel Ausdauer, Henderson in die Mannschaft rein für James Milner. Oder wir können es mal anders machen. Milner anstelle von Cavalli und dafür Henderson mal auf die 6. Cavalli dann erstmal nur auf die Bank. Coutinho für Barclay. Dafür Thielemans erstmal auf die Bank. Oder nee, Thielemans erstmal in die Reserve rein. Barclay dafür dann auf die Bank. Der war dann erstmal auf der Bank. Can und Marquinhos dafür in der Viererkette neben Klein und Willems. Coutinho, Milner, Henderson. Rechts kommt dann Gabriel oder Origi hin. Oder wenn man es mal an der Sturridge da mal über rechts. Obwohl er hat mir eigentlich voll gut über links gefallen, muss ich sagen. Dann kommt Gabriel jetzt einfach mal über rechts wieder zum Zuge. Und dann sind wir, denke ich mal, jetzt fertig mit der Mannschaft. Mit der Ausstellung werden wir in das Spiel hineingehen. Gegen den FC Chelsea. Diesmal natürlich gespielt, auch wenn es ein Heimspiel ist. Da kann man eigentlich immer gut simulieren. Aber es ist Chelsea. Es ist ja momentan Tabellenvierte. Zwar riesiger Abstand auf Chelsea, auf die Blues, aber wir wollen das Spiel natürlich spielen, es ist ein absolutes Top-Spiel und das wird natürlich gespielt, ist ja natürlich logisch, Heim an der Anfield Road, das vierte Spiel hintereinander weg, Schiedsrichter des Ganzen wird Nils Robrick sein und dann würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß und los geht's. Der letztjährige Meister der Premier League heute zu Gast an der Anfield Road, bei dem, wenn nicht alles schief gehen sollte, neun Meister hier in der Premier League beim FC Liverpool, da sollte auf jeden Fall einiges schief gehen müssen. Wenn Arsenal es noch irgendwie schaffen sollte, Liverpool in der Tabelle zu überholen, 2 Spiele mehr als Liverpool und dafür 3 Punkte weniger. Also es kann noch mehr werden, was den Vorsprung betrifft, zwischen Liverpool und zwischen dem FC Arsenal. Und ausgerechnet die Konkurrenten bzw. die Rivalen von dem FC Arsenal könnten Liverpool vielleicht dran hindern, den Vorsprung auf Arsenal zu erweitern. Das letzte Spiel gegen Tottenham, der Sieg für Liverpool, durch den man hier in der letzten Sekunde, der letzte Angriff, Christian Benteke mit der 1-0-Führung. Und jetzt vielleicht heute Chelsea, vielleicht mit dem Sieg gegen Liverpool, das würde Arsenal auf jeden Fall einiges weiterbringen. Und hier die Ausstellung von Liverpool mit Horn, Klein, Marquinhos, John Williams, Gabriel, Milner, Henderson, Coutinho, Daniel Sturridge und natürlich Christian Benteke heute vorne im Sturm. Das ist die Ausstellung der Gastgeber heute mal wieder, heim an der Anfield Road, 4 Spiele hintereinander weg heim. Und hier die Ausstellung von Chelsea mit Begovic, Aina, Terry, Zuma, Azpilicueta, Ramirez, Matic, Willian, Pedro, Oscar und Diego Costa. Also wer ist da in der Rechtsverteidigung? Sagt mir, um ehrlich zu sein, gar nichts. Aina ist vielleicht ein Jugendspieler, der heute die Einsatzzeit bekommt. Chelsea ja diese Saison auf jeden Fall keine Möglichkeit mehr, irgendwie noch den Titel zu schnappen. Also da setzt man vielleicht jetzt nochmal in den letzten Spieltagen auf vielleicht den ein oder anderen Youngster, damit dieser vielleicht die ein oder andere Minute hier in der Premier League so ein bisschen Luft schnappen kann. Mal ein bisschen schauen kann, wie das Ganze hier so abläuft. Ein normaler Tag. So ein ganz normaler Spieltag in der Premier League. Einfach mal, um den jungen Spielern das Ganze mal ein bisschen näher zu bringen. Hier der Leiter der Partie, Nils Warbrick, der das Spiel gleich los. Hier der Leiter der Partie, Nils Warbrick, der das Spiel jetzt auch anpfeifen wird. Anstoß gibt es für die Gäste aus London, für den FC Chelsea. Liverpool in der ersten Hälfte in Rot von links nach rechts. So, Ecke für Chelsea, da müssen wir jetzt auf jeden Fall aufpassen. Die haben einige sehr kopfballstarke Spieler. Pedro und Willems, sehr stark. Gabriel heute von Anfang an gegen Chelsea. Profitiert natürlich von der Verletzung seines Landsmanns. Seines Landesmannes, oder wie sagt man es? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall profitiert er von der Verletzung von Roberto Firmino. Der da jetzt natürlich 3 Monate ausfällt. Dafür jetzt Coutinho mehr in die Zentrale gerückt.
und die Chance für Gabriel heute auf dem rechten Flügel zu spielen. Ich habe gesehen, dass Sturridge auch öfters mal auf links eingesetzt wurde. Das heißt, dass wir den hier natürlich auch öfters mal auf links spielen lassen können. Und Coutinho Begovic, erste Chance der Partie. Durch den Mann hier. Vielleicht 1,74, 75 groß, aber so viel Schusskraft. Felipe Coutinho und Asmir Begovic. Sehr starke Parade. Die Frage ist, was ist mit Thibaut Courtois? Sitzt der nur auf der Bank oder wurde er verkauft? Die beiden Vereine werden ja auch aufeinandertreffen im FA Cup. In der nächsten Woche. Im Halbfinale des FA Cups. Wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel. Werden jetzt die gute Gelegenheit und die Führung für Chelsea. Ramirez mit einem sehr schönen Schuss. Willian zuerst auf Ramirez der Ball. Nee, nicht zuerst auf Ramirez, sondern auf einer. Den Jungen, den ich nicht kenne, auf der Rechtsverteidigerposition. Legt den Ball auf Ramirez und der kurze Pfosten hier wieder mal in FIFA. Komischerweise kann Timo Horn den nicht halten, aber da muss man sich, denke ich mal, nicht drüber aufregen. Die nicht wirklich verdiente Führung, also keiner zu diesem Zeitpunkt hätte irgendwie die Führung verdient. Durch Ramirez, durch die Nummer 7, das vierte Saisontor für den brasilianischen Sechser und die 1-0-Führung gegen den FC Liverpool. Gabriel sehr stark, der Ball zu Jordan Henderson setzt sich durch, Ball zu Benteke in die Mitte und Begovic, der bosnische Keeper, sehr stark gemacht hier. Gegen Christian Benteke wirft er alles hin, was er hat in den Zweikampf und gewinnt diesen auch. Gegen den belgischen Tank hier im Sturm bei uns. Nochmal die Gelegenheit, Gabriel mit der Flanke in die Mitte. Daniel Sturridge steht am langen Pfosten und einer. Sehr stark hier gemacht. Ich weiß nicht, wie man es genau spricht. Aina könnte auch sein, aber ich versuche es jetzt einfach mal mit einer. Weiterhin so Henderson mit der Ecke. Da kommt Begovic raus, super rausgefäustet. Klein nochmal zu Felipe Coutinho und abgeblockt. Und die erste Hälfte abgepfiffen vom Schiedsrichter hier zwischen Liverpool und dem FC Chelsea. Bisher haben die mitgereisten Fans der Blues ein absolut starkes Spiel gesehen. Die Führung durch den Mann hier im Bild, durch die Nummer 7 Ramirez. Mit der Führung für den FC Chelsea auf jeden Fall eine sehr starke Partie bisher von Chelsea, die Liverpool gut im Griff haben. Vielleicht jetzt aber die zweite Hälfte, wie auch schon zuvor, gegen Tottenham, die es Liverpool bringen könnte, um irgendwie hier den Ausgleich zu erzielen. Los geht es. Anschluss gibt es, wie auch schon zuvor im Spiel, gegen Tottenham in der zweiten Hälfte von rechts nach links für den FC Liverpool. Stark der Ballgewinn von Milner und das war Zuma, der da rausgelaufen ist. Ball zu Benteke. Christian Benteke und Begovic. Benteke vielleicht im zweiten Versuch und der Ball ist nicht im Tor. Zuma, der Youngster in der Innenverteidigung anstelle von Cahill. In der Startausstellung Nathaniel Klein kriegt hier nochmal nachträglich die gelbe Karte gezeigt. Mit dem Fehler. Milner nutzt aus, Ball zu Benteke und der scheitert an Asmir Begovic. Vielleicht nochmal die Flanke zu Gabriel und Ramirez. Sehr stark geklärt gegen den Landsmann und Milner. Nächster starker Ballgewinn. Nochmal Flanke in die Mitte und die kommt nicht bei Benteke an. Ball ist nochmal bei Felipe Coutinho. Felipe Coutinho. Vielleicht jetzt mal in den Strafraum reinziehen. Das macht er sehr stark. Coutinho und der Pass ins Nirvana-Land. Gabriel zu James Milner, Begovic, es ist unglaublich heute. Die Torhüter leisten so krasse Arbeit. Worm zuvor, jetzt auch noch Asmir Begovic. Und der Schiedsrichter gewährt uns leider keine Möglichkeit mehr. Wir verlieren das Spiel gegen Chelsea, sehr unverdient muss ich sagen. Wieder die zweite Hälfte, wieder haben wir hart gepusht, aber der Mann hat es heute einfach ausgemacht. Asmir Begovic, der Bosnier mit so starken Paraden und da klatschen natürlich auch die Fans vom FC Chelsea. Ramirez weiterhin der Torschütze, hier in dieser Partie einen Schuss aufs Tor abgegeben. Da stand Liverpool einmal nicht gut und da Ramirez mit der Führung und letztendlich auch mit dem Siegtreffer. 1-0 Führung und letztendlich auch 1-0 gewonnen. Chelsea gewinnt zu Gast an der Anfield Road gegen den FC Liverpool, gegen den Tabellenersten. Und das könnte vielleicht die Tabellensituation zwischen Liverpool und zwischen dem FC Arsenal nochmal für die letzten Spieltage sehr interessant machen. Gut Leute, dann war's das auf jeden Fall für die heutige Episode. Leider verloren gegen Chelsea in der Liga, aber das ist, denke ich mal, nicht so tragisch für uns. Wenn wir hier verlieren, dann wird es auf jeden Fall tragisch. Nämlich hier der Pokalkracher im Halbfinale des FA Cups. Treffen wir auf den FC Chelsea, also wie auch schon zuvor Chelsea in der Liga. Jetzt Chelsea auch im FA Cup. Manchester United hat sich durchgesetzt gegen Tottenham im ersten Halbfinale. Jetzt das zweite in der nächsten Episode dann gegen den FC Chelsea. Ich hoffe, die heutige Episode hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst den Daumen nach oben da für diese zwei mehr als nur spannenden Spiele. Und da würde ich sagen, ich verabschiede mich, wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und bin raus. Bis dann, haut rein und Peace.